Es gibt eine große Diskussion, darf der Handel jetzt am 25. Jänner aufsperren oder nicht? Ich nehme an, Ihr Appell wird ähnlich sein wie jener des Rainer Will, der gerade da war vom Handelsverband. Lasst uns endlich aufsperren. Wir halten alle Sicherheitsvorkehrungen ein. Sehen Sie das auch so? Ich sehe das genauso und es wäre eine Katastrophe, wenn wir nicht aufsperren könnten am 25., weil der Handel ist am Boden. Es liegt momentan Ware von über 1 Milliarde Euro herum. Neueste Ware, neueste Sommer-, also Winterware. Die Sommerware ist bereits in Anliefern. Also wir müssen jetzt wirklich sehr schnell aufsperren. Es ist unsere Händler, die sind am Ende, die Händler sind frustriert, sind alle miteinander, auch die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter wollen arbeiten, jeder will versuchen, dass was weitergeht wieder. Und es kann so nicht sein, dass man ganz einfach jetzt den Handel die Schuld gibt. Bei der Handel war nicht, es gibt auch eine Studie aus Frankreich, eine sehr interessante Studie, wo ganz klar hervorgeht, dass nicht der Handel der Covid-Überträger ist. Weil der Handel hält sich an die Vorgaben. Wir haben die 10 Quadratmeter Regeln, wir haben die Maskenregeln, wir haben alles, was man braucht, ist vorhanden. So, genauso in der Gastro. Es gibt die Tische, 4 Personen auf einen Tisch, Abstand der Tische, die Kunden werden registriert. Also es werden alle Voraussetzungen geschaffen und es ist momentan eine Katastrophe. Und ich muss den ganzen Tag sitzen am Telefon, dass mich Händler anrufen, bitte macht's was, wir sind am Ende. Und so muss man jetzt wirklich agieren und es ist jetzt auf jeden Fall für die Kunden ein ganz wichtiger Punkt, dass man jetzt aufsperren kann. Vor allem, es gehört wieder, der Handel hat jetzt fast 3 Monate zugehabt, die Gastronomie 5 Monate, also ist meine Herrschaften da. Was hat Sie das bisher gekostet? Ja, es ist ein hoher einstelliger Millionenbetrag. Mhm. Jetzt hat der Rainer Will auch gesagt, die Hilfen kommen nicht an bei den Händlern. Ist das bei Ihnen auch so? Sehen Sie was von diesen Hilfen der Bundesregierung? Also ich persönlich habe in meinen anderen Business, die Friseurgeschäfte, wir haben den Umsatzersatz bekommen für den zweiten Lockdown. Und da ist es gekommen, da ist weder eine Kurzarbeit noch bezahlt worden, noch sonst irgendwas. Also das heißt, jetzt das Nächste, es geht alles sehr, sehr langsam und sehr, und jetzt ist halt über die Feiertage, waren alle in Schlummerstellung, das heißt, es hat keiner gearbeitet, es waren alle in Homeoffice, es ist wirklich nichts vorangegangen.